und TV. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Adult TV an diesem wunderschönen Samstag, an dem der HSV leider abgestiegen ist. Schöne Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Und wir haben heute natürlich auch wieder sehr liebe Gäste da, aber zuvor möchte ich natürlich meine persönliche Dirndl-Königin begrüßen, Astrid, Hallöchen. Hallo, lieber Pierre, guten Abend an alle unsere Zuschauer. Heute Adult TV live vor und aus dem Glöckl-Zelt. Und wir haben interessante Gäste, sowohl was für die Herren heute mit einer super sexy jungen Dame und natürlich auch einem gut aussehenden jungen Mann mit Sixpack. Woher weißt du das? Naja, ich habe halt auch so meine Geheimnisse, lieber Pierre. Ich habe die beiden schon hinterm Zelt erwischt vorhin, aber das erzähle ich euch später. Nee, also wir wollen auf jeden Fall jetzt unsere Gäste gleich mal vorstellen. Die beiden haben sich bei einer RTL-Show kennengelernt, die heißt Kopfgeld. Das klingt jetzt erstmal sehr brutal, ist es aber nicht, da werden wir später noch drüber sprechen. Wir haben Playmate und Influencerin Selina, jetzt muss ich fragen, Bellrose oder Rose oder wie ist denn der aktuelle Stand? Dürft ihr euch raussuchen, was euch besser gefällt. Gib mir einen Namen, du Stück. Also, nimm die Rose. Gib mir die Rose. Bei Rose muss ich gleich mal an Titanic denken. Das ist doch was Schönes. Weil die ist ja untergegangen. Naja, es geht ja nicht immer nur ums Ende, es geht ja auch um die Geschichte. Und Rose hat auch überlebt. Eben. Ihr seid quasi so Rose und Leonardo, also Jack und Rose. Ja, wir geben unser Bestes, aber schauen wir mal, wie es endet. Das klingt auch so ein bisschen, wenn ich den Namen so höre, so wie Mia Magma oder so, also wo ich sag so, wenn man jetzt nicht weiß, was du machst, könnte man vielleicht auch denken, aus welchem Gewerbe bist du? Nicht jetzt um die Uhrzeit. Ich ziehe die Frage zurück. Einverstanden. Kein Kommentar. Okay. Wie schaut's aus? Ich habe Durst. Geh mal rein, trink mal was. Ja, auf geht's. Aufs erste Bierchen hier im Glöckl-Zelt. Und wer jetzt auch noch Bock hat, spontan hier vorbeizukommen, mega Stimmung im Glöckl-Zelt. Die Froschhaxen spielen. Also, es wird Zeit, dass ihr vorbeikommt. Oder ihr verfolgt uns weiterhin hier beim Livestream auf Facebook. Wir melden uns in wenigen Minuten wieder live dann aus dem Epizentrum des Wahnsinns hier im Glöckl-Zelt. Bis später. Bis gleich.
Willkommen zurück zu Dohl TV, hier live aus dem Glöckelzelt, wo die Stimmung bombastisch schon ist. Ganz genau. Bei uns wird es heute besonders schön. Wir haben wunderschöne Gäste da. Zu einem Selena Rose, die sage und schreibe 44.000 Follower bei Instagram hat. Wie schafft man das? Viel Zeit, viel Arbeit, viele Jahre. Also es geht nicht über Nacht. Und dann hat man halt manchmal das Glück, man ist mal bei einer TV-Show, bei einem Radiosender und peu à peu, langsam hat sich die Followerzahl gesteigert. Und Fabi, du erklärst uns jetzt mal kurz und knapp, was ist diese RTL-Show Kopfgeld eigentlich? Boah, was war Kopfgeld? Kopfgeld war eigentlich eine Show, wo wir fünf völlig unterschiedliche Typen von nicht sportlich bis vollsportlich in Rumänien in der Wildnis ausgesetzt worden sind. Und wir haben dann zwei Tage versucht, Step by Step quasi jedes Hindernis zu überwinden und sind dann zum Schluss mehr oder weniger zusammen im Ziel angekommen und haben dann doch ein bisschen was gewonnen. Wie viel Geld gab es dann insgesamt? Jeder von uns hat 10.000 Euro gewonnen. Das ist ja und schon auf den Kopf gehauen. Nein. Alles angespart, alles auf die Seite. Bei mir ist schon alles weg. Ja. Ein Wochenende Ischgl und. Was glaubst denn, Fabian, was wir für Kopfgeld kriegen würden, der liebe Pierre und ich? Unsportlich wie wir sind, in der Wildnis in Rumänien, wir zwei, du. Also ich glaube, der Pierre wäre auf Platz 3 gelandet und du. Ja, ich würde sagen, du wärst ja optisch schon quasi das Highlight gewesen, dann hätten wir dich schon auf so zwei hätten wir dich schon versetzt. Was? danke. Hiermit bewerben wir uns Astrid und ich offiziell bei der zweiten Staffel von Kopfgeld. Da bin ich mal gespannt. Ihr könnt euch jetzt wirklich bewerben. Also, ja. Machen wir. Deal, oder? Astrid, wärst du dabei? Was für dich? Du, ein bisschen Kakerlaken essen oder nein, sowas? Ja gar wie nicht. Im Dschungel? Bei dir, Astrid, du wartest ja auch immer auf eine Einladung von Bommi Big Brother eigentlich, ne? Naja, gut, ich kann es ja Claudia Effenberg dann nachmachen. Oder ja, meiner lieben Freundin, die Sirene Nick, ich komme dann klar, ja. Natürlich im Dirndl. Nur du hast die schöneren Dirndl als die Frau Effenberg. Danke. Ja. Und das meine ich auch wirklich so. Wie schaut es denn aus bei dir mit Tracht? Du bist ja eigentlich in der Lederhosen geboren. Also, ja, wirklich. Trägst du die auch so privat oder hast du auch Lederunterwäsche? Also Lederunterwäsche fehlt ja mir noch, aber ja, ich trage es jetzt nicht jeden Tag, aber ich finde geile Lederhosen schon was Cooles und gerade zum Volksfest, glaube ich, gehört es einfach dazu. Wie alt ist die schon? Die schaut noch relativ neu aus. Ah, das ist das Gute an der Lederhosen, die bleibt einfach immer fast wie neu, aber die ist tatsächlich schon 8 Jahre alt. Echt? Ja. Und bei dir, Dirndl, gehört es auch für dich dazu einfach? Ich muss mich jetzt ein bisschen unbeliebt machen, befürchte ich. Nicht schlimm. Ich habe auch lange in den USA gelebt und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen diesen American Lifestyle adoptiert. Also ich fühle mich wohl im Dirndl und ich trage es gern, aber das kommt 2-3 Mal im Jahr vor, würde ich sagen, nicht viel öfter. Das ist quasi eine Ehre für uns, dass du das heute trägst. Ja. Wie gefällt es dir denn auf der Dohl, Selena? So eigentlich doch eher beim Playboy und wahrscheinlich in den USA unterwegs. Wie ist es hier auf der Regensburger Dohl für dich? Nein, sehr schön. Es war sehr überraschend für mich, weil ich gar nicht geahnt habe, was es hier alles gibt. Deswegen war ich auch erstmal zu spät, weil ich nicht wusste, was hier für ein Tumult ist. Und sie hat mir noch eine WhatsApp geschrieben, sie wollte die Adresse wissen. Ungefähr 10 Minuten davor. Sie war einfach gut vorbereitet. Ja. So, jetzt spielen wir mal wieder was hier. Und zwar Maskrug stemmen. Kennst du das? Wo man so einen Maskrug halten muss und möglichst lange. Das kannst du ja nicht zumuten. Das kannst du ja wirklich nicht zumuten jetzt. Du kriegst den kleinen. Das kleine Krögerl. So. Kriegst natürlich eine normale Maß. Darf ich doch vorher trinken, oder? Nein. Das sind Dohlzeltregeln, keine Beinzeltregeln. So, jetzt habe ich meine Karten vergessen. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig und ausstrecken. Wir stellen euch natürlich weiterhin Fragen, ne, Astrid? Du trinkst ja sonst eigentlich eher am Gillermoos, denke ich, Wein in deinem Weinzelt, oder? Mir schmeckt das Bier schon, aber wenn es so weit weg ist, kann man so schlecht trinken. Du meinst den Wein, der ist leichter. Der Wein ist leichter. Das hat ein paar mehr Prozent, das geht schneller. Das hast jetzt du gesagt. Also, Pierre, jetzt schau mal, wer hier gewinnt. Wie hast du bei der Leo einmal getastet? Nein, das mache ich. Ich bin ja ein Gentleman. Außerdem steht ihr Freund hinter der Kamera, dann glaube ich, der ist ganz schnell da. Da gibt's schnell Beef. Die machen beide mehr Sport als mir, als ja, wir beide. Also ich glaube, das kann ewig heute dauern. Vielleicht sollte man ein anderes Spiel machen.
kannst du eigentlich verlieren oder bist du dann sauer, wenn du mal verlierst? Weil du gewinnst ja immer. Also, du warst so eine in der Klasse, der wurde immer als erstes gewählt beim Fußball. Es gibt tatsächlich wirklich nichts Schlimmes, wie wir verlieren. Deswegen, wirklich? Da bin ich ja unausstehlich. Deswegen, ich versuche halt immer zum Gewinnen. Also, du bist jetzt nicht mal ein Gentleman, dass wir... Nee, absolut nicht. Wirklich. Wirklich, das ist, ja... Ich glaube, wir stehen heute Morgen früh noch. Wir machen wir mal ein Geschicklichkeitsspiel, oder? Ja. Komm, okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal davor. Also es steht jetzt 1-0 für Sie. Hey. Ja. Okay. Ja, weil du einfach als auch so trinkst jetzt auch, obwohl ich es noch nicht erlaubt habe, bist du disqualifiziert. Ja, genau, schau hier. 1-0. Okay, Sie haben gewonnen. Ja. Okay. Oh, also, herzlichen Glückwunsch. Hättest du es gedacht? Ja. Ja. Das Selbstbewusstsein, ne? Ah, gut, sonst. Hättest du ja nicht 44.000 Follower, oder? Ja, genau. Und ich nicht. Ja, genau, die kommen noch, deine Anhängerinnen. Ja, aber hast ja Gott sei Dank gewonnen. Fabi, du bist ja ein Regensburger Urgestein. Du bist ja schon ewig unterwegs. Feierst auch schon sehr, sehr lange. Ich habe auch mal in einer Bar aufgelegt, in der du auch früher zu Gast warst, in der Galerie. Gibt es da irgendeine Geschichte, die du vielleicht erzählen möchtest, die dir da passiert ist? Ich glaube, es waren so viele Geschichten in der Galerie. Ich kann es dir erzählen, also das krasseste Erlebnis, wo ich mal so gehabt habe, oder das peinlichste. Ich habe früher ja Judo gemacht und war da mit der Bundesligamannschaft oft auf irgendwelche Turniere und wir waren am Abend weg. Und irgendwie bin ich dann mit jemandem nach Hause gegangen. Und das war damals in Dresden oder Leipzig, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und wir kommen da in so einen riesen Wohnblock rein und wir gehen in die Wohnung. Und ich habe dann schon geschlafen, aber waren ewig viele Zimmer. Und ich weiß ja nicht, ob die Mutter oder wer da noch alles mit dabei war. Was mit der Mutter im Bett? Sein Sohn ist drin. Ich bin in der Nacht wach geworden und musste auf Toilette. Und jetzt war ich in der Wohnung und habe mir gedacht, ja, ich muss jetzt da irgendwie... Aber ich kann ja nicht in jedes Zimmer reinschauen. Und dann dachte ich, ich gehe vor die Tür. Ich gehe dann da quasi runter, stehe vor der Tür in Unterhose und fällt die Tür zu. Und ich stehe da in der Unterhose, so quasi vor dem Wohnblock, habe weder gewusst den Namen, wo ich klingeln muss, habe dann irgendwo geklingelt und bin dann Gott sei Dank wieder in die Wohnung reingekommen. Irgendwie hat das dann alles funktioniert, aber es war auf alle Fälle mega peinlich. Klingt wirklich peinlich, weil du kannst ja nichts machen in dem Moment. Ne? Also, nee. Ging nix. Alte Galeriezeiten, ja? Ja. Da kannst du auch einiges erzählen, Astrid, oder? Ja, fangen wir heute nicht an, sonst kann ich nicht mehr aufhören. Ich bin mal im Waschbecken im Abspülbecken in der Galerie gelandet. Aber es gibt ja einige Geschichten von dir in der Galerie, wenn ich mich da so richtig... Oh, jetzt? Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich habe da gearbeitet, Ja, du hast... Also, da waren schon einige Szenen, wo du in Unterwäsche rumgerannt bist, wenn ich mich da so richtig erinnere. Ich habe tatsächlich, das kann ich vielleicht kurz erzählen, jetzt ist mir der Chef auch nicht mehr böse, weil die Galerie gibt es ja leider nicht mehr. Ja, da war 2006, da kam dieser Simpsons-Film mit dem Spiderschwein, das so Fußball an der Decke gemacht hat. Und das fand ich wahnsinnig lustig. Und dann habe ich dem Barkeeper gesagt, so, heb mich mal hoch. Dann habe ich halt hier so eine Cola auf den Boden geschüttet. Bin dann quasi mit den Fußsohlen rein, die zwei Barkeeper haben mich dann hoch. Bin dann einmal quasi an der Decke komplett entlang gegangen. Und dann ist der Chef am Sonntag gekommen und er sagt, wie kann denn das sein, dass da oben Fußspuren sind? Was war denn hier los? Und wir so, wissen wir nicht. Also jetzt, Jost, sorry, das war ich. Jetzt ist raus. Was würdest du, Selina, so als bisher deinen größten Erfolg sehen, den du bisher hattest in deinem Leben? Ja, größter Erfolg ist schwer zu sagen. Viele würden es vielleicht, den Playboy betiteln, was natürlich schon eine Ehre ist, aber... Für mich sind eher die Erfolge, an denen ich, wenn ich an einem Projekt irgendwie jahrelang mein Herzblut reingesteckt hat, was mich wirklich wohin geführt hat. Zum Beispiel nach L.A. zu kommen, in Hollywood zu tanzen, mit Größen unterwegs zu sein wie Chris Brown, Drake und Co., Neo. Ich stehe eher auf so Ergebnisse, die wirklich aus einer langen Zeit kommen, als ein Shooting, als ein kurzes Ereignis. Wie war das am Anfang, sich nackt zu zeigen? Weil beim Playboy muss man ja so ein Casting machen, wo man so Polaroids macht, nackig, in München, in Neuperlach, in einem krassen Viertel. Und dann kommt zum Shooting. Wie ist es, erstmal so nackt vor einer Fremden zu stehen? Naja, jedes Mädchen stand schon mal nackt vor einem anderen Mädchen. Ehrlich, macht ihr das? Ja. Man muss immer vergleichen und gucken, ob alles stimmt. Hey, Bier?
Sie ist da manchmal nackt vor anderen Jungs. Warte, bis du gebucht wirst. Warte, bis du gebucht wirst. Ja, mir wird es gerade ein bisschen heiß. Ja, nee, alles gut. Barbie, wenn du jetzt die Dulden mit dem Gillermoos vergleichst, kann man das vergleichen? Also, was man schon mal sagen kann, das Weizett gibt es ja jetzt nicht mehr. Es war letztes Jahr noch da, hier auf der Duld, und das vermisst auch keiner. Also das war wirklich so. Das Weinzelt hier auf der Duld, glaube ich, gibt es ganz wenige, die nachtrauern. Aber was macht den Unterschied aus? Ich glaube, vergleichen kann man das gar nicht so. Ich finde auf alle Fälle, dass die Duld in den letzten Jahren einen riesen Schub gemacht hat nach vorne. Egal, was ihr jetzt so macht, was der Glöckl-Friedl so macht. Und ich glaube, dass das immer beliebter wird. Und der Gillermoos ist halt ein richtiges Traditionsfest, was einfach seit Jahren so einen hohen Stellenwert hat. Aber ich denke, dass sich die Duld da langsam rankämpft. Absolut. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal, haben wir nochmal die Zeit für ein Geschicklichkeitsspiel. Dann haben wir nochmal unsere Bierdeckel hier. Dann bauen wir jetzt ein Bierhäuschen. Kennst du das, so Bierdeckel bauen? Kennt ihr, oder? Ich habe es bei der ersten Sendung gesehen. Ah, sie vorbei. Der Fabi ist, glaube ich, so einer, der sich dann richtig vorbereitet hat, ist dann gleich in die Brauerei gefahren und so wirklich auch unausstehbar gewesen, wollte seine Ruhe haben, hat dann richtig trainiert. Wahrscheinlich baust du uns jetzt hier einen kleinen Dom. Ja, ich versuch's, aber ich glaube, ich hab's nicht drauf. Okay, dann lass uns mal zum Spielpult gehen. Und dann schauen wir mal. So, das sind deine. Was ist das Ziel? Möglichst viele... Möglichst hoch in einer Minute. Der Turm muss so hoch wie möglich werden. Und dann gibt es natürlich auch einen Preis. Das heißt wahrscheinlich Wetttrinken mit Pierre die ganze Nacht oder sowas. Das habe ich jetzt nicht gehört. Okay, wir warten auf Startsignal. Auf die Plätze, fertig und los. Okay, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Es muss ja möglichst hoch sein. Nehmen wir jetzt mal mein Bier kurz. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, nein. Du, die sind beide begabter wie unsere wirklich. Mitspieler das letzte Mal, ja, oder? Das letzte Mal haben wir quasi... Sozusagen. Wir haben kurz Pultleinen. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz was einfallen lassen. Ich glaube, wir warten noch... Aus Bogen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Jawohl. Jawohl, ole. Ja, das ist halt Duld TV Live. Daran geht es. Nicht die Türme werfen, Leute. So, okay, und damit ist vorbei. Und da haben wir eine Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch noch. Hey, Fabi, das war jetzt richtig schwach, ne? Ja, ich hab's verkackt. Ja, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. So. Ich wurde auch ein bisschen geschubst. Das muss ja, nein, das wurde. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen zurück und schauen dann, dass wir hier nochmal, ich komme mal wieder zu dir auf deine Seite. Ich hab's verkackt. Okay. Aber das mit Rüsten, oder? Nee, ich komme später zu euch, ja? Ich grüße farbige Bayern. Ich liebe alle. In 5 Minuten sind wir wieder da. Alles klar, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Hey. Haut rein. Wenn es voll bist, gehst du ab, gell? Nein, ich halte schon. Magst du was sagen? Da ist die Kamera. Servus. Servus. Ich komme aus Brasilien. Okay. Wie geht's deinem Papa, dem Boris? Nein. Und ich liebe viel Mariana Weeds. Alles klar. Vielen Dank. Viel Glück bei deinen Bewerbungen, Junge. So, vielen, vielen Dank. Ein Applaus für euch. Ihr wart super. Hey. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Den behalte ich mal. Dann rufe ich den. So. Jetzt sag mal, du bist doch Mama. Sag doch mal was jetzt. Elsa, verpfeift euch mal und nachher kriegt ihr ein Bier umsonst. Ablasch. Ja, das ist eben live, ja. Aber wir kennen einfach zu viele. Ja, wir wissen, ne? Ja, versprochen. Ja, also. Wahnsinnig bei mir. Prost. Ja, aber wir versuchen wieder zurück in die Show zu kommen. Was heute nicht einfach ist. Was sind so deine nächsten Ziele, die du hast? Große Ziele? Ja, meine Ziele haben sich in letzter Zeit ein bisschen geändert. Meine Ziele gehen gerade eher in Familie und ja, so langsam, also es war so, ich bin jetzt 26 geworden und ich merke also, wirklich? Ja, wahnsinnig. Ich hätte jetzt schon gedacht, so 30 schon. Das war nur ein Spaß. Ja, okay, so kommt nie immer. Und später kommt dann sowas raus. Überleg's dir gut. Sag sowas nicht. Na,
an. Ich betue schon auch weiter die Welt, aber ich habe jetzt zwei Ziele. Früher war ich so Karriere pur und jetzt will ich eine schöne Kombi finden, eine gesunde Kombi aus Familienleben und Karriere. Kannst du dir auch nochmal vorstellen, andere TV-Formate auch zu machen? Ja klar, TV ist immer cool. Also ich habe im Moment eher Anfragen, die gehen so ein bisschen in Richtung Berlin Tag und Nacht, nur ein neues Format. Und du hast auch gar keine Tattoos. Ja, nee, kann man ja machen. Ja, okay. ja, nur ein bisschen weniger trashy wäre gut. Okay. Ja. Bei dir, hast du noch Bock auf irgendwie, ich habe gehört, Dschungelcamp ist im Gespräch. Dschungelcamp hast mir du mal aufgeschwätzt, aber... Nee, klar hätte ich Bock. Also ja? Ich finde es ganz cool. Es war ein super Erlebnis und wenn da wieder was kommt, wäre ich immer dabei. Wunderbar. Hey, dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute hier bei Dulce Bau vorbeizuschauen. Hat es euch gefallen? Sehr, sehr schön. Ja. Alle Erwartungen übertroffen. Wo geht's als nächstes hin, Selena? Ganz kurze Frage. Bei mir ging es nach Kingston, Jamaika. Dancehall tanzen und das halt echt mit den OGs, mit denen die es erfunden haben und das wird schon sehr nice. So. Mega. Und bei dir? Was steht an? Ich habe momentan so viel Arbeit, dass ich wahrscheinlich eher mal in Regensburg bleibe die nächste Zeit. Ja, und heute wird es auch noch ordentlich gefeiert. Astrid, ich werde mich jetzt dann gleich wieder in die Menge stürzen und das beliebte Dult-TV-Quiz spielen. Bin ich gespannt, was da immer auf uns zukommt. Ja, sind schon deine Mitspieler da hinten. Ich glaube, die Eltern sind wahnsinnig stolz auf ihre Söhne. Wir sagen vielen Dank und sehen uns am nächsten Samstag wieder mit Dult TV. Dann zu Gast sind J und Stella, meine Radiokollegen vom Gong FM morgen. In alter Frische nächsten Samstag. Genau. Und du hast uns auch noch einen Gast mitgebracht nächsten Samstag. Ja, ich bringe euch einen Gast mit und der hat sicher viel Interessantes zu erzählen. Ich werde das die nächsten Tage mal auf Facebook posten. So machen wir es. Und auf jeden Fall dranbleiben hier bei Facebook. Wir melden uns gleich wieder live mit dem Dult TV Quiz. Und jetzt gibt's ja erstmal, es fällt erstmal der Watschenbaum, hat mein Papa immer gesagt. Okay, bis dann. Tschüss. Ja.
So, und damit sind wir wieder zurück live hier bei Facebook von DultTV und starten jetzt gleich wieder unser beliebtes DultTV-Quiz. Davor noch eine kurze ernste Sache. Es gibt in den heutigen Zeiten ganz, ganz viel Hass, ganz, ganz viel Missgunst, gerade auch im Internet. Deswegen gibt es eine ziemlich coole Kampagne heute Abend im Mischwerk. Ab 22 Uhr gibt es eine Party und da sagt man einfach mal, say no to hate. Okay, einfach weniger Hass, habt euch lieb und jeder ist gleich, okay? So, und jetzt wird's wild, jetzt gehen wir rein. Ich habe wieder Gutscheine dabei. Schauen wir mal, wer heute unser Quiz-Teilnehmer ist. Nein. Schade. So, schauen wir mal, wen wir da nehmen. Gehen wir mal zufällig rum und schauen, wer da gewinnt. Also, da ist doch hier. Gehen wir doch mal zu denen. Der jubelt hier schon so her. So, was ist da los? Servus! Komm mal hoch zu euch. Alles klar. Freilich bei dir? Freilich. Wer bist du? Sein Arbeitskollege. Von unserem Kameramann? Ja. Bist du auch Kameramann? Nein. Nein, bin ich leider nicht. Ja. Ja, das macht auch keinen Spaß, mit mir zu drehen. Glaub mir. Das glaube ich dir. Glaub mir sowieso. Okay. So, jetzt kannst du auch einen Biergutschein gewinnen. Echt? Wie? Du musst mir einfach nur eine ganz einfache Frage beantworten. Die lautet? Seit wie viel, und es ist meine Lieblingsfrage, seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckelzelt? Auf jeden Fall, seitdem ich denken kann. Ich brauche eine ungefähre Jahreszahl. Ich gebe dir sogar ein plus minus 10 Jahre. 25? 25 Jahre. Finale Antwort. Ja. Leider falsch. 80 Jahre schon. Ja, passt doch. Ja, nein, das kann ich leider nicht. Nein, das kann nicht. Dann wäre es 35 oder 15. Aber trotzdem schön, dass du mitgespielt hast. Scheiße. Viel Spaß. Gut. Ja, danke schön. Servus. So. Du bist auf jeden Fall zu uns gekommen. Wir sind heute Meister geworden. Warte mal. Das kannst du auch in. Wir sind gerade live. Was möchtest du erzählen? Ey, wir sind heute Meister geworden und ihr müsst auf jeden Fall zu unseren zwei Bänken gekommen hinter Pierre. Ohne Scheiß. Komm mit schnell. Komm mit. Ja, wir gehen jetzt mit. Komm, nimm es mir an die Hand, bitte. So. Weiß nicht, wo es hingeht. So, warte, wir müssen auf unseren Kameramann kurz warten, sonst kommt er nicht hinterher. So. Hallo! Ihr seid Meister! Ja! Meister! Bezirksliga-Meister! Die von Barbing! Ole, ole, ole! Ole! Damenmannschaft! Frauenfußball! Yeah! Ja, ja! Also heute schon wieder richtig wildes Gefecht. Also herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Barbing, beste. Ohne Scheiß. Beste Mädelmannschaft auf jeden Fall. Also alle Zuschauer der nächsten Saison, Gratulation zum Aufstieg. Ihr seid Meister. Geil. Heute ist Wahnsinn. Servus. Hi. Geht's dir gut? Sehr gut. Freut mich. Wir schauen weiter. Heute. Ist wirklich unglaublich. Ich versuche jetzt mal rückwärts zu gehen, auch wenn dann vielleicht nicht auf den einen oder anderen draufstürze. Life is life. La 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 la. Okay. So, wir gehen weiter. Ich habe ja noch 5 Gutscheine. Mal schauen, ob wir die heute loswerden. Wir können jetzt hier mal. Ich freiwillig. So, da haben wir einen Kandidaten. Hallo! Yes. Hallo! Hallo! Wie heißt du? Ich bin da Sebastian! Sebastian, magst du ein Bier gewinnen? Ja! Ja? Darfst du schon Bier trinken? Nein! Dann müssen wir. Nein! Oh, bitte! Wie alt bist du? 16. Okay. Dann gibt es mal einen Gutschein für dich, okay? Okay. Seit wie vielen Jahren gibt es das Glöckelzelt? Ich schätze jetzt einfach mal, okay? 80 Jahre vielleicht, ja? Über 80 Jahre, aber es ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Wow, einen. Zwei Gutscheine. Ja, du musst ja erst auch eine Frage noch beantworten. Ja, okay. Habe ich schon, 80 Jahre. Nein, das hat er ja beantwortet. Nein, das habe ich beantwortet. Aber ich habe dich ja nicht gefragt. Okay. Ich hab, ja, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Okay. Stell mir eine Frage. Ja. Welches Bier wird dir in diesem Jahr im Glöckelzelt ausgeschenkt?
Adelholzner. Adelholzner Bier? Nein. Augustl. Augustl, ey, sag mal, was ist denn mit dir? Bischofshof wird ausgeschenkt. Ist leider falsch. Tut mir leid. Bischofshof wäre die richtige Antwort gewesen. Wie? Bischofshof. Ah, vielleicht beim nächsten Mal, okay? Ja, danke. Okay. So, wo müssen wir hin? Hallo! Ich mach das nur mit dir zusammen. Ja, natürlich ihr beiden zusammen. Hallo! Wer seid ihr denn? Genie. Die Pauli. Pauli! Mei, die Pauli ist doch, wie schön. So, okay, was trinkt ihr denn da aus den Krügen? Hey, schau mal, was hier alles rumsteht. Was ist mit euch los? Wo ist ein Jägermeister? Eins. Zwei. Sagen wir, das ist alles von euch. Drei, vier. Euch geht's doch gut, oder? Ja. Okay. Ich stelle auch eine relativ einfache Frage und dann könnt ihr einen Gutschein gewinnen für die Krügerbar. Okay. Welches Fahrgeschäft steht direkt vor dem Glöckelzelt? Ich fahr nichts, keine Ahnung. Riesenrad ist richtig, du hast gewonnen! Ja! Yeah. So einfach geht's. Oh, wow. Okay. Ja. Viel Spaß weiterhin noch. Da ist ja noch was drin. Ich trinke doch keinen Alkohol. Ja, aber schau mal, warte mal. Ist da auch noch was? Nee, da ist nichts mehr. Okay. Ich werde den nach dem Quiz trinken. Dankeschön. So. Okay, und jetzt mal rein in den Wahnsinn. Schauen wir mal. Nochmal. Was geht ab? Hallo. Du warst gerade schon mal da. Okay, kommen wir mal wieder ein paar Mädels. Oh. So. Hallo. Hi. Wer bist du? Romina. Was trinkst du da? Nix. Probier mal, ja? Apfelschorle. Ja. Yeah. Okay, möchtest du ein Bier gewinnen? Ja. Okay, beantworte mir eine Frage. Seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckelzelt? Vielen. Ja, ich brauche eine Jahreszahl von dir. Tipp? Ein Tipp. Ich glaub älter als deine Oma. Ach, scheiße. Wie alt ist die Oma jetzt? Ja, so 85 Jahren. Okay, das lasse ich zählen. 80 Jahre, also über 80 Jahre, du hast gewonnen. Glückwunsch. So leicht geht's doch, Mensch. Also ist doch gar nicht so schwer. So, zwei Gutscheine habe ich noch. Schauen wir mal, ob uns vielleicht wieder jemand ins Bild rennt. Ja, was? So, es ist wirklich, es ist eine Stimmung hier heute. Also, wenn ihr das seht, ist es noch nicht so spät. Hey, hallo! Hi, wer bist du? Lea. Annalena. Wollt ihr einen Gutschein gewinnen? Ja. Okay. Ganz einfache Frage. Welches Bier wird dir in diesem Jahr ausgeschenkt? Von welcher Brauerei? Kriegen wir einen Joker? Nein. Welches Bier wird dir ausgeschenkt? Welches Bier wird dir ausgeschenkt? Keine Ahnung. Narberger? Was? Narberger, das kenne ich nicht mal. Narberger. Nee. Bischofshof wäre die richtige Antwort gewesen. Bekommen wir einen Gutschein trotzdem? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Hey, ja, was sonst? Was möchtest du denn sagen? Nein, ich will gar nichts sagen. Jetzt trinken. Ja, du hast auch hier gerade so reingeschrien. Nee, ich halte schon. Was möchtest du sagen? Bayern, das ist an mir. Und mir an geil. So schaut es nämlich genau aus. Wirklich so. Ich werde die Gutscheine noch nicht los. Das ist wirklich so. Wir müssen jetzt einmal vielen Dank an den Rippert sagen, den Kameramann. Für den ist es noch viel, viel härter. Wie für mich. So. Hi. Wollen wir mal da reingehen und schauen, oder? Gehen wir mal in den Graben vor direkt. Mal schauen, was da so los ist. Erste Reihe. So, hey, servus. Achtung. Jetzt mal kurz durch. So. Hallo. Hi, wer bist du? Nathalie! Möchtest du ein Bier gewinnen? Nein!
Was? Möchtest du ein Bier gewinnen? Und wie? Du musst mir eine Frage beantworten. Welche? Seit wie vielen Jahren gibt es Glöckelzelt? Was? Seit 30! Falsch! 20! Nein! 20! Nein, 80! 80 Jahre! 80. Ja, nein! Nein! Nein, halt, wir müssen weiter. So, servus! Hi, ist euch wohl! Ha? Was? Möchtest du ein Bier gewinnen? Immer Capito, ja, Freunde. Seit wie vielen Jahren gibt es das Glöckelzelt? Ja. Na, seit wie vielen. Okay, ja. DJ Bier, oder? Was, ja? Genau, wir kennen, ja, 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 servus, 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 ja, alles klar. Bayern ist Meister geworden! Ja, ja! Ich war im Stadion! Und wie war? Leider verloren heute, gell? Ja, es ist trotzdem geile Stimmung. Okay, okay, okay. Willst du dich auf? Hallo! Ich bin da auch Mütze. So. Hallo! Wie heißt du? Michael. Magst du ein Bier gewinnen, Michael? Natürlich. Seit wie vielen Jahren gibt es das Glöckelzelt? Das Glöckel? Ja? Über 30 Jahren. Seit über 30 Jahren. Ja, 80 Jahre. Aber leider, leider falsch. Merkt euch das auch mal. Ich stelle auch immer die gleichen Fragen. Das ist doch nicht so schwer. Jetzt gehen wir hoch. So, wenn du mir jetzt noch sagen kannst, welches Bier hier ausgeschenkt wird, dann kannst du ein Bier gewinnen. Ein Bischofshof. Das ist richtig. Einen Gutschein für dich. Jawohl, danke. Okay, bitteschön, viel Spaß. So, und wir schauen weiter. Also das ist meine absolute Lieblingsreihe, die erste Reihe hier. Machst du mal da, Galit, Galit, Galit. Es ist unglaublich, was hier los ist. Mann, ja, Mann, später. Okay, ja. Er kann gut reden. Ja, pass auf. Servus. Fall doch nicht um. Okay, pass auf. Seit wie vielen Jahren gibt es das Glöckelzelt? Auf 81. Seit 81 Jahren. Richtig, du hast einen Biergutschein gewonnen. Ja. So, eine haben wir noch. Achtung, lass mal meinen Kameramann kurz so hier. Hey, heute ist wirklich krass. So. Gehen wir nochmal zu den Damen hier. Hallo. Ja, die wollen mit mir reden. Ah, den können wir mal fragen. Servus. Nein, nein, pass auf. Du kannst jetzt gerade, du kannst ein Bier finden in der Krügerbar, wenn du es magst. Aber die Frage ist sehr, sehr, sehr schwer. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kannst auch einen Joker nehmen. Seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckelzelt? Also ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren gibt es Zoll-TV. Das ist auch richtig. Jetzt kannst du mal hochrechnen. Oder seit wie lange gibt es Zoll-TV? 2015. Seit 2015. Wie viele Jahre sind das? 3. Also wir sind jetzt in der 7. Staffel sozusagen. Respekt. Also ohne Gutschein im 82. Jahr auf der Regensburger Null. Im besten Zelt einfach. Vielen Dank an den Festwirt und der das auch alles möglich macht mit Zoll-TV. Vielen Dank an unser Team. Unser Kameramann, den ihr jetzt nicht seht. Ja, über den brauche ich ja nicht. Ist der Beste. Danke. Hey, hallo. Hi, wer seid ihr? Paulina und Lisa. Lisa, wo machst du dein Namensschild? Lass uns mal umdrehen, einfach. Einfach mal umdrehen, genau. Ich habe noch einen Gutschein. Oh, jetzt habe ich überhaupt keinen Gutschein mehr. Habe ich noch einen? Jetzt habe ich keinen Gutschein mehr. Seid ihr schon 18? Ja. Wie bitte? Seid ihr schon 18? Ja. Okay, dann könnt ihr einen Jägermeister gewinnen jetzt. Okay, ist auch geil, oder? Okay, pass auf. Ihr müsst mir nur sagen, welches Bier hier ausgeschenkt wird. Bischofshofer. Das ist richtig. Ich habe einen Jägermeister gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß noch heute. Danke. Okay, ja, danke schön. So freundliche Menschen. Ne? Kommen wir wieder zu meiner Lieblingskampagne. Kommt heute ins Mischwerk vorbei. Say no to hate. Einfach kein Hass auf dieser Welt. Ihr habt gesehen, wie cool die Leute hier drauf sind. Wie viel Spaß es macht, wenn jeder gut drauf ist. Genauso. Sollte die ganze Welt sein. Ja, jetzt werde ich ein bisschen sentimental. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Dann
haben wir auch wieder sehr interessante Gäste. Jörg und Stella sind da, außerdem Anne-Marie Fries, die Julia Anne Fries, so, jetzt habe ich es richtig, Ex-Bachelor-Kandidatin, die jetzt heiraten wird, und zwar hier in Regensburg. Wir freuen uns auf nächsten Samstag. Ich bin raus, ciao, servus. Das ist live. Los, das ist live. Live aus dem Glöckl-Festzelt und TV.